Vielleicht habt ihr ja den Vorsatz, mit Rauchen aufzuhören oder kennt jemanden in eurem Freundes- oder Familienkreis, der das möchte, dann seid ihr hier genau richtig. Wir beide, wir helfen euch. Wir zeigen euch in diesem Video, was mit eurem Körper passiert, wenn ihr mit Rauchen aufhört. Und wir zeigen euch aber auch, was Nikotin für geile Sachen, ja, geile Sachen eigentlich kann. Also erstmal, falls ihr raucht und euch deswegen schlecht fühlt, ihr seid nicht alleine damit. In Deutschland rauchen etwa 24%, also knapp jeder vierte Erwachsene. Und das ist auch überhaupt nicht verwunderlich, wenn man sieht, was Nikotin so alles kann. Ich war selbst mal in einer Arbeitsgruppe an der Uni, die zu Nikotin geforscht hat. Und ich muss sagen, Nikotin, das ist einfach ein ziemlich geiler Scheiß mit krass positiven Eigenschaften. What the fuck? Erzählst du den Leuten? So, Masmit, jetzt warte doch mal ab und hör zu, was Nikotin so alles kann. Es führt zum Beispiel dazu, dass du dich entspannst und nicht mehr so gestresst bist. Nach einer Zigarette kannst du dich besser konzentrieren. Das ist wissenschaftlich belegt. Und es führt dazu, dass du kurzfristig geistig wacher und leistungsfähiger bist. Aber wie macht Nikotin das? Das Nikotin gelangt über den Tabakrauch erstmal in die Lunge und wird dort ins Blut aufgenommen und kommt so zum Gehirn. Und dort entfaltet es seine Wirkung. Nikotin kommt nämlich nicht natürlicherweise in unserem Körper vor, aber es passt sehr gut an die Rezeptoren von einem anderen Stoff, nämlich Acetylcholin. Und Acetylcholin hat super viele Funktionen in unserem Körper. Es beeinflusst zum Beispiel unsere Herzfrequenz und unsere Atmung. Und wenn Nikotin jetzt an die Rezeptoren von Acetylcholin dockt, dann kann eben Nikotin eine ähnliche Wirkung haben wie Acetylcholin. Also, unser Herz schlägt schneller, der Blutdruck steigt, die Atmung wird schneller, aber eben auch die Aufmerksamkeit und damit die Konzentration. Sorry, aber du kannst schon noch dazu sagen, dass die Blutgerinnung verstärkt wird. Ja, aber wenn der Blutdruck, also der Kreislauf, so richtig auf Touren kommt, dann wird auch der Energieverbrauch mehr und man nimmt beim Rauchen quasi ab. Aber das Allerwichtigste ist eigentlich, diese Rezeptoren, an die Nikotin binden kann, die sind auch in unserem Belohnungssystem im Gehirn. Und dockt das Nikotin an diese Zellen an, dann wird Dopamin ausgeschüttet. Naja, und wir wissen alle, wozu das führt. Nach dem Rauchen fühlt man sich so richtig gut. Klar, so eine Dopaminausschüttung ist ziemlich nice, aber worüber reden wir hier eigentlich? Wir müssen das Ganze mal beim Namen nennen. Nikotin ist ziemlich scheiße. Denn es ist ein Nervengift. Punkt. Die Tabakpflanze wehrt nämlich mit diesem Stoff sich gegen ihre Fressfeinde ab. Und wir rauchen das. What the fuck? Außerdem sind ja auch noch zig andere schädliche Stoffe im Tabak drin, die ziemlich unschöne Dinge machen. Deswegen war für mich auch mega früh klar, ich will nicht rauchen. Ich hatte auch ziemlich große Angst davor, irgendwie abhängig zu werden davon. Aber ich meine, klar, das sagt man so einfach, wenn man eben nicht raucht. Ja, okay, du hast recht. Rauchen ist schlecht für die Gesundheit, aber alle Rauchenden wissen das auch. Und es wird ihnen ja auch ständig unter die Nase gerieben. Aber gut, dann lass uns jetzt mal davon ausgehen, jemand hört wirklich auf zu rauchen. Dann passiert im Körper das hier. Es passiert einfach schon super schnell etwas. Schon nach ungefähr 20 Minuten nach der letzten Zigarette nimmt die Nikotinwirkung ab. Das führt dazu, dass sich deine Herzfrequenz und Blutdruck wieder normalisieren. Okay, richtig spannend wird es aber erst nach ein paar Stunden nach der letzten Zigarette. Weil beim Rauchen nimmt man neben Nikotin noch eine Menge anderer Stoffe auf, unter anderem Kohlenmonoxid. Und das stört jetzt den Sauerstofftransport im Blut. Sauerstoff wird im Blut über Hämoglobin transportiert. Das befindet sich in den roten Blutkörperchen, die so aussehen wie so Lutschpastillen. Und das Kohlenmonoxid passt leider auch richtig gut an das Hämoglobin und verdrängt dann teilweise den Sauerstoff. Dadurch bekommen die Zellen nicht so viel Sauerstoff ab wie die von Nichtrauchenden. Das heißt, zum Beispiel beim Sport sind Raucher schneller außer Atem. Das Gute ist jetzt aber, nach so ungefähr 12 Stunden ohne Zigarette erreicht der Kohlenmonoxidspiegel im Blut aber schon wieder dasselbe Level wie das von einem Nichtraucher. Das Blut kann dann wieder mehr Sauerstoff aufnehmen, die Zellen bekommen dadurch auch nach und nach mehr Sauerstoff. Nach 24 Stunden hat das schon spürbare körperliche Auswirkungen. Das Sauerstofflevel im Körper ist wieder höher und körperlich anstrengende Dinge wie Sport fallen euch schon viel leichter. Und noch was Tolles, schon nach einem Tag ohne Rauchen sinkt euer Risiko für einen Herzinfarkt. Das Nikotin erhöht ja die Herzfrequenz und den Blutdruck und wenn das nicht mehr passiert, naja, dann ist das logischerweise gut fürs Herz. Nach nur einem einzigen Tag ohne Zigarette hat der Körper schon die ersten Erfolgserlebnisse. Aber das ist noch nicht alles, gleich kommen noch mehr Vorteile. So, und fairerweise muss man sagen, jetzt
kann es richtig hart werden. Denn was das Aufhören ja unter anderem so schwierig macht, sind die Entzugserscheinungen. Und die spürt ihr schon am ersten Tag. Und die erreichen so nach circa 3 Tagen ihren Höhepunkt. Aber wie genau sehen die aus? Wie äußert sich das? Genau das haben wir euch, also die Quarks-Community, gefragt. Also dieses Verlangen nach Nikotin, was der Körper hatte, hat man halt gemerkt, indem man wirklich zittrig wurde und halt wirklich teilweise aggressive Stimmungsschwankungen hatte, dass man halt wirklich schneller auf die Palme gebracht werden konnte, wenn irgendwo ein Spruch gefallen ist und dass man halt nicht mehr so belastbar war. Dann haben halt viele Kollegen auch schon gesagt, so fang lieber wieder das Rauchen an, du bist unerträglich. Und deswegen habe ich wirklich so dieses maximal 3 Tage ausgehalten. Gino hat deshalb auch mehrere Anläufe gebraucht, bis es geklappt hat. Und so geht es vielen. Schuld daran ist auch dieses permanente Craving, also das starke Verlangen nach dem Suchtmittel. Aber warum ist das Verlangen nach Zigaretten immer so stark? Werfen wir dafür mal einen Blick ins Gehirn. Wir erinnern uns, Nikotin erhöht die Dopaminausschüttung. Aber permanentes Dopamin führt eben auch dazu, dass wir eine Art Toleranz entwickeln. Heißt, der Körper sagt irgendwann, enough is enough und reduziert die Zahl der Dopaminrezeptoren. Das ist auch der Grund, warum einige Raucher mit der Zeit das Gefühl haben, immer mehr rauchen zu müssen, um dieses Glücksgefühl wiederzubekommen. Sie haben sich an den ursprünglich hohen Dopaminkick irgendwie gewöhnt und versuchen ihn weiterhin zu erreichen, indem sie die Nikotinkonzentration erhöhen. So richtig hart wird es deshalb auch beim Aufhören. Wir haben dazu mit Professor Martin Reuter von der Universität Bonn gesprochen. Er erklärt das so. Höre ich dann später auf zu rauchen, habe ich das Problem, dass ich kein Nikotin mehr zuführe, damit auch keinen Dopaminspiegel mehr erhöhe, aber meine Rezeptoren runterreguliert sind. Das bedeutet, ich habe wenige Rezeptoren, die danach dürsten, dass ein Dopaminmolekül dort andockt. Und das sind dann die unangenehmen Eigenschaften des Cravings. Aber die gute Nachricht ist, nach ungefähr einer Woche haben die meisten die schlimmsten körperlichen Entzugserscheinungen hinter sich. Körperlich habt ihr also das Schlimmste durch. Und was noch schön ist, jetzt normalisiert sich auch langsam wieder die Zahl der Dopaminrezeptoren in deinem Belohnungssystem im Gehirn. Bis das Ganze wieder auf dem normalen Level eines Nichtrauchers ist, das dauert leider ungefähr 3 Monate. Aber jetzt, wo die körperlichen Entzugserscheinungen sich bessern, bleibt eine Sache gefährlich. Und zwar die Gewohnheit. Die psychische Seite der Abhängigkeit. Man kann sagen, dass quasi die physiologischen Reaktionen, also die körperliche Abhängigkeit bei Nikotin ist sehr, sehr gering im Gegensatz zur psychischen. Und dass es ein Prozess ist, der gar nicht so lange dauert, bis die Dopaminrezeptoren wieder hochreguliert sind. Also Nikotin ist gerade so teuflisch, weil die psychische Abhängigkeit so hoch ist, weil es schwieriger ist, vom Nikotin runterzukommen eigentlich wie vom Heroin. Puh, das muss man erstmal sacken lassen. Also der Dopaminspiegel, der kann sich relativ schnell normalisieren. Aber es gibt einfach Situationen, die immer wieder den Wunsch und damit das Craving nach der Zigarette auslösen. Sei es die Zigarette nach dem Essen, morgens nach dem Kaffee oder die WG-Party. Das wurde einfach über einen langen Zeitraum in unserem Gehirn miteinander verknüpft. Es ist also so ähnlich wie beim Hund von Pavlov, dem ja auch immer schon der Speichel im Mund zusammenlief, wenn er die Essensglocke auch nur hörte. Der nach vielen Wiederholungen, also mit dem Klingeln der Glocke, das Futter assoziierte und das dann auch immer erwartete. Zigaretten waren ja wie eine ständige Belohnung. Und wir wissen ganz genau, wann wir sie uns bisher gegönnt haben. Die Folge? RaucherInnen haben sich selbst konditioniert. Und wenn eine Raucherin oder ein Raucher in einer typischen Situation ist, will das Gehirn, ja, braucht es richtig die Zigarette. Fürs Aufhören bedeutet das, in solchen Situationen, in denen man schon fast automatisch zur Zigarette greift, muss man jetzt besonders aufpassen. Klingt irgendwie total banal, aber das hier wirkt. Sich am besten ablenken, irgendwas anderes machen, damit man nicht doch noch verführt wird. Und damit man nicht in die Falle tappt, hilft es, sich vorher schon alternative Handlungen zu überlegen. Dann fällt es auch leichter, wenn sich dann die quälenden Gedanken wieder einschleichen, wie... Oh Mann. Ach komm, die eine Zigarette. Und ich meine, ich war heute Morgen sogar joggen. Also ich habe ja jetzt auch echt lange keine mehr geraucht. Sie jetzt wegzuschmeißen wäre ja auch irgendwie schade. Ich will mir einfach mal was gönnen. Viele greifen dann in solchen Situationen zum Beispiel zu Süßigkeiten als Ersatzbefriedigung. Aber klar, wenn ich jedes Mal in ein Stück Schokolade beiße, statt zu rauchen, dann hat das auch seine Konsequenzen. Viele Studien zeigen, Menschen, die versuchen, mit dem Rauchen aufzuhören, die nehmen zumindest zeitweise an Gewicht zu. Allerdings, das liegt jetzt nicht nur daran, dass Essen zur Ersatzzigarette wird, sondern man isst vielleicht auch einfach mehr, weil die Zigarette ja wegfällt, die teilweise das Hungergefühl gedrosselt hat. Also, vielleicht im Hinterkopf behalten, Schokolade ist nicht die beste Alternative. Es gibt übrigens eine gesündere Ablenkung, zum Beispiel Apps.
Die tracken dann, wie lange man ungefähr schon rauchfrei ist und wie viel Geld man dadurch schon gespart hat. Nehmen wir mal an, wir würden eine Schachtel pro Tag rauchen. Die kostet aktuell ungefähr so 8 Euro. Dann hätten wir nach einer Woche bereits 56 Euro gespart. Wann genau der nächste Suchtschub kommt, ist natürlich individuell total verschieden. Aber starke Langeweile oder auch großer Stress, das sind vor allem Dinge, die begünstigen, dass man wieder rückfällig wird. In dem Moment, wo du denkst, du hältst es nicht mehr aus, es sind nur 3 Minuten und die 3 Minuten musst du überwinden. Und da sind Liegestütze natürlich eine gute Alternative oder andere Dinge. Also einfach die Treppe hoch und runter zu laufen, mal kurz an die frische Luft zu gehen, um über diese 3 Minuten hinwegzukommen. Das Gute ist auch, ohne Zigaretten fällt Sport viel leichter. Schon nach 3 Tagen entspannen sich die Atemwege. Und nach so circa 2 Wochen, da merkt man schon eine echte Verbesserung der Lungenfunktion und des Herz-Kreislauf-Systems. Und dann ist man beim Sport nicht mehr so schnell aus der Puste. Nach einem Monat wird einmal so richtig schön durchgeputzt. Denn die Flimmerhärchen in der Lunge, die arbeiten wieder so, wie sie eigentlich sollen. Und die helfen dabei, die Lunge zu reinigen. Die Atemwege sind nicht mehr so verschleimt. Die Lunge ist auch weniger anfällig für Infekte. Man hat buchstäblich einen längeren Atem. Je länger man nicht mehr raucht, desto mehr positive Effekte stellen sich ein und desto einfacher wird es einfach mit der Zeit. Gerade was die Lunge angeht. Weil die Flimmerhärchen wieder richtig arbeiten, hat sich die Lungenfunktion nach so 3 bis 9 Monaten um 10% verbessert. Konkret heißt das weniger Kurzatmigkeit, weniger Anfälligkeit für Krankheiten. Und Geld hat man auch schon richtig viel gespart. Nach 3 Monaten sind es 720 Euro und nach 9 Monaten schon knapp 2200 Euro. Damit könnte man so richtig geile Urlauber machen oder sich was Größeres gönnen, worauf man sich schon richtig lange freut. Aber was würdet ihr mit dem Geld machen? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Was auch immer besser wird, euer Geruchs- und Geschmackssinn. Die Nervenenden, die beginnen schon nach Tagen nach dem Rauchstopp damit, sich zu erholen. Aber so richtig merkt man das erst nach Monaten. Und dann haben viele auch solche Geschmackserlebnisse, wie Gino zum Beispiel. Dass ich auf einmal so nach 2 Monaten die Bolognese gegessen habe und auf einmal so, Alter, hat die schon immer so gut geschmeckt? Und dann wirklich so, weil man so, ja, das ist dieselbe wie immer. Und diesen Effekt hatte ich wirklich und man hat halt auch wirklich irgendwann gemerkt, man kriegt besser Luft, die Haut wird besser. Und auch das Craving, also die Schmacht nach der nächsten Zigarette, das wird nach einigen Monaten immer weniger. Ich glaube, für alle, die abstinent sind, über mehrere Monate ist es auf jeden Fall deutlich schwächer. Und es ist nicht mehr dieses unstillbare Verlangen, ich muss jetzt rauchen. Es ist eher dieses Gefühl, ach, es wäre ganz schön, eine Zigarette zu rauchen. Also dieses Gefühl wird da sein. Und bei manchen Ex-Rauchern ist selbst das irgendwann nicht mehr da. Wenn ihr erstmal das erste Jahr ohne Zigarette geschafft habt, dann Gratulation. Bis hierhin schaffen es nämlich echt nicht viele. Es gibt da so unterschiedliche Zahlen zu, wie viele im ersten Jahr wieder rückfällig werden. Aber es ist auf jeden Fall kein kleiner Teil. Ihr könnt also echt stolz auf euch sein, wenn ihr stark geblieben seid. Gesundheitlich habt ihr auf jeden Fall mittlerweile einen Riesensprung nach vorne gemacht. Vor allem euer Risiko für einen Herzinfarkt hat sich im Vergleich zu jemandem, der noch raucht, halbiert. Gerade wenn ihr früher viele Zigaretten geraucht habt, war euer Risiko, eine Herzerkrankung zu bekommen, recht hoch im Vergleich zu NichtraucherInnen. Aber nach einem Jahr habt ihr euch da echt gut verbessert. Mit mehr und mehr Jahren ohne Rückfall gewinnt ihr weitere gesundheitliche Vorteile dazu. So, nach 5 bis 15 Jahren sieht es so aus. Euer Risiko, einen Schlaganfall zu bekommen, entspricht denen von Nichtrauchenden. Wie lange das genau dauert, hängt natürlich davon ab, wie viele Zigaretten ihr pro Tag raucht und wie lange ihr geraucht habt. Aber wenn es circa eine Schachtel am Tag ist, dann habt ihr nach 5 Jahren schon 14.000 Euro gespart. Nach 10 Jahren, euer Risiko, Lungenkrebs zu bekommen, hat sich halbiert im Vergleich zu jemandem, der noch immer raucht. Auch die Risiken für andere Krebserkrankungen sind gesunken. Und ihr habt rund 29.000 Euro gespart. Nach 15 Jahren, euer Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen entspricht dem von NichtraucherInnen. Euer Lungenkrebsrisiko hat sich mittlerweile um bis zu 90% reduziert im Vergleich zu jemandem, der noch immer raucht. Und ihr habt 43.000 Euro gespart. Ich meine, 43.000 Euro mehr in der Tasche, hallo? Ich meine, klar, die 15 Jahre, das erscheint einem erstmal sehr weit weg. Aber ihr habt es ja schon gehört, schon nach Tagen oder auch Wochen verbessert sich eure Gesundheit spürbar. Was ich besonders krass finde, wer im Alter von 25 bis 34 aufhört zu rauchen, gewinnt 10 Jahre Lebenszeit dazu. Bei einem Stopp im Alter von 55 bis 64 Jahren sind es immer noch so knapp 4 Jahre, die man dazu gewinnt.
Das sind nicht einfach nur ein paar Jahre mehr, die man lebt. Es sind vor allem auch Jahre mit einer höheren Lebensqualität. Wer aufhört zu rauchen, liegt seltener mit Infektionen im Bett, hat eine geringere Gefahr für Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter. Was leider aber auch nach Jahren noch bleiben kann, zu diesem Zeitpunkt kann schon die eine Zigarette, die man mal abends mitraucht, weil es gerade so gesellig ist oder man vielleicht einen Tee hat, die kann zum Verhängnis werden. Wir reden hier von einem sogenannten Suchtgedächtnis. Das haben wir bei allen Substanzabhängigkeiten, also auch bei Amphetaminabusus, bei Kokain, bei Heroin. Das bedeutet, dass ein ehemaliger Konsument immer das Risiko hat, dass wenn er einmalig zum Beispiel eine Zigarette wieder raucht, dass er rückfällig wird. Das muss nicht so sein, das kann aber so sein. Das Suchtgedächtnis kann teilweise mehrere Jahre anhalten. Gino hat es trotzdem geschafft, die Nikotinsucht komplett zu überwinden. Ich habe mit der E-Zigarette angefangen und habe dann halt so alle 3 Monate habe ich den Nikotingehalt nach und nach runtergesetzt. Und da hat man aber auch gemerkt, so beim Runtersetzen, der Körper die ersten 1-2 Wochen musste sich extrem umgewöhnen. Dadurch, dass das Nikotin weniger wurde, wurde natürlich auch der Verbrauch höher, weil ich häufiger dran gezogen habe. Und das war nach 2 Wochen, hat sich das eingependelt. Und dann war ich so nach einem Dreivierteljahr auf 0 Nikotingehalt. Und für mich ist halt das Wichtigste im Endeffekt, dass das Verlangen komplett weg ist, egal in welcher Situation. Bei Gino war das jetzt so, dass die E-Zigarette für ihn der richtige Weg war, um aufzuhören. Bei anderen kann der Wechsel aber dazu führen, dass sie E-Zigaretten abhängig werden. E-Zigaretten sind nicht gesund, aber sie scheinen, so der aktuelle Stand der Forschung, weniger schädlich zu sein als normale Zigaretten. Denn das besonders krebserregende bei Zigaretten ist der Tabak. Der fällt ja bei E-Zigaretten weg. Eine normale Zigarette enthält mehr als 4500 verschiedene Inhaltsstoffe. Davon werden mindestens 70 derzeit als krebserregend eingestuft. Wir müssen aber auch ganz klar sagen, der Wechsel zur E-Zigarette zum Aufhören ist jetzt nicht unbedingt der Weg, der empfohlen wird zum Aufhören. Zumindest stand in den Behandlungsrichtlinien nichts davon drin. Viel besser gelingt der Rauchstopp, wenn man Hilfe in Anspruch nimmt. Das können einmal Freunde und Familie sein, die einen dabei unterstützen, aber das, was am wirksamsten ist und das, was empfohlen wird, ist eine Verhaltenstherapie zu machen, unter Anleitung, entweder in der Gruppe oder einzeln. Und das Ganze kann man am besten noch mit ergänzen, indem man Nikotinersatzpräparate nimmt, also sowas wie Nikotin-Kaugummi, einfach um die Entzugserscheinungen zu reduzieren, die durch das fehlende Nikotin entstehen. Und damit, wenn man das in Anspruch nimmt, dann verdoppelt man seine Chancen für einen Erfolg. Was ihr auch erstmal machen könnt, ist euch beraten lassen. Das geht zum Beispiel kostenlos bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Hier mal die Nummer. Und noch ein kleiner Tipp. Es gibt super viele Hilfsprogramme. Man muss da nicht alleine durch. Die Wahrscheinlichkeit, von der Zigarette wirklich loszukommen, ist durch eine professionelle Beratung und Betreuung deutlich höher. Es gibt zum Beispiel verschiedene Rauchentwöhnungsprogramme, die je nach Krankenkasse auch komplett für euch übernommen werden. Zusammen mit anderen gibt es dann Treffen vor Ort, aber auch nur digital. Je nachdem, was für euch am passendsten ist. So, und jetzt schickt das Video mal an alle, die das Video zur Motivation gebrauchen können. Und erzählt uns mal bitte, wie habt ihr es geschafft aufzuhören, wenn ihr aufgehört habt? Oder fehlt euch noch irgendwas, um mal aufzuhören? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Und wenn ihr euch von eurer Zigarette ablenken wollt, dann gibt es hier noch 2 andere geile Videos. Gebt uns ein Like und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.